Ich bin der Magga und ich habe keine Ahnung, was hier heute abgeht. Geile Nummer. Sehr geil, Mann. Hi, ich bin Giovanni. Moin, Jan. Moin, ich bin Jan, 23 Jahre alt, komme hier aus Hamburg, mache den Job seit 3 Jahren fast und ich freue mich auf den Tag heute. Aber jetzt für mich, ich fahre mit dir mit? Nee. Fährst du mir mit? Fahren wir dann mit dem etwas kleineren und danach fahren wir mit dem großen los für geile LKW Nummer. Und Busse. Geile Nummer. Ey, das ist geil. Das ist also Hut ab. Das ist richtig geil. Das freut mich richtig. Kriegst du noch ein paar Klamotten? Ja, geil. Super, ey. Ich hab keinen Bock mehr. Ich schmeiß alle raus. Geil, Mann. Richtig cool. Ey, ich freu mich. Weißt du das? Wird spannend. Was sind unsere Aufgaben heute? Oh, lass uns mal überraschen. Plan kannst du das nie. Echt? Also hast keinen festen Plan, sondern wenn ein Anruf reinkommt, dann rückst du aus. Genau. Also als erstes fahren wir zu Six, denke ich, ne? Ja, wir warten noch, bis sie sich melden, wo der denn jetzt hin soll, ob er wieder zu denen zurückgeht oder die jetzt noch eine Werkstatt haben, wo er hingeht. Top. Ja, vielen Dank an das Team, Struck, dass ich heute mitwirken darf. Ich hab richtig Bock. Ich habe auch schon die passende Kleidung an. Perfekt für mich. Ich finde, Killi, du kannst doch ja mal ein bisschen Initiative zeigen. Du nimmst mal dein Ford und fährst mal mit 60 Klamotten gegen einen Baum oder so, dann können wir dich abschleppen. Ich kann ein bisschen fegen, Ölspurbeseitigung. Da haben wir alles drin. Findest du gut, ne? Ja, mein Lieber. Ja. Erzähl mal ein bisschen was zum LKW. Ist das richtig mal für mich jetzt? 18 Tonnen Fahrgestell, 300 PS. Nennt mich Jan, Leute. Das ist ein Mercedes Antos. Der Kran kann ein bisschen was heben. Was hebt der? Ja, kommt drauf an, wie weit weg, ne? Also so eine G-Klasse hebt er, aber auch nur, wenn du direkt nebenan stehst. Ja? Ja, ja. Und sonst aber wegen Notaus wahrscheinlich nur, ne? Weil er dann in die Sperre oder ja, wie das sonst heißt. Kannst du auch ein bisschen übergehen, aber das mag er nicht so. Ne? Also, da ist zu viel Elektrik drin. Wir haben noch einen, der ist ein bisschen älter, der hat nicht so viel Elektrik. Da kannst du schon mal ein bisschen spielen, aber da musst du aufpassen, ne? Und du kannst dich hydraulisch noch auseinanderfahren? Ja, hydraulisch nicht. Das ist auch alles mechanisch. Machst den Hebel auf, ziehst die Dinger raus. Ja, ich bin gespannt. Auf jeden Fall hat er schon eine geile Farbe wie die Feuerwehr. Seid ihr auch so schnell? Und holst du auch Falschparker weg? Falschparker ja, aber überwiegend nur Transporter und LKW. Also gut, dann kann ich stehen, wo ich will. Aber sonst, was machst du? Unfallschäden? Also Liegenbleiber? Liegenbleiber, Unfallschäden. Ja, jetzt zum Beispiel? Wir haben so ein paar Autohäuser, die bedienen wir, Six bedienen wir und dann, ja, je nachdem, was sie da haben, ne? Geil. Was sind meine Aufgaben heute? Deine Aufgaben mit Besen heute? Schwingen. Schauen wir mal. Also je nachdem, was kommt, wir warten jetzt gespannt. Aber den bringen wir schon mal weg, also einen Auftrag haben genau, wir. Genau, den bringen wir schon mal weg. Kannst du nicht runterschmeißen, soll er selber holen, der Kunde? Dann lasse ich dich auch gleich mal mit dem Kran spielen. Ich gebe dir so ein bisschen mal eine Einweisung drauf. Ja, geil. Dann gucken wir mal. Leute, das geht ab hier. Ich würde sagen, dann lass uns starten. Ja. Mal sehen, was der Tag bringt. Ich bin gespannt. Ich muss den armen Jungen jetzt mal löchern hier. Ich habe nicht mal ein paar Fragen. Jan, erklär doch mal einmal für uns bitte. Zum Beispiel, wofür sind die Hebel? Der ist, um die Stütze rauszufahren. Ja. Da hast du hier einmal einen Hebel. Der ist einmal für die linke Seite, aber für die rechte Seite. Ach so, alles klar. Der Stempel hier vorne und du hast einmal hinterm Rad, hast du noch einen. Okay. Die fahren dann damit halt runter. Ja. Aber bevor du den nicht runter hast, geht der Kran nicht? Geht der Kran nicht. Ah, alles klar. Genau, also du musst ihn halt abgestützt haben. Hier hast du einmal, dass du den Arm, sag ich mal, heben kannst. Alles klar. Also hoch, ja, und runter. Das ist der Ausschub. Ja. Achso, dass wir ihn rausfahren und rein, okay. Genau. Hier drüber kannst du den Takler drehen. Ja. Wie du willst. Achso, du kannst ihn sogar wie so ein Korb. Du kannst ihn drehen. Nee, wie so ein Greifer am Bagger. Du kannst ihn drehen, wie du lustig bist. Ah, geil. Da ist so ein Drehservo drin. Ne? Hier die Baggerschaufel. Die ist für den Ausgleich da. Da hast du da oben so einen Zylinder, dass, wenn er nicht, sag ich mal, gleich schwer ist, dass du dann ausgleichen kannst, dass du ihn gerade hochheben kannst. Den Knopf hier kannst du auch mit dem kombinieren, sag ich mal. Du musst den Knopf drücken. Dann hörst du, wie er da oben was ansteuert. Da hast du dann nochmal so einen kleinen Schwanhals, dass du den, sag ich mal, so hochheben kannst, dass du, sag ich mal, also höhere Autos, dass du mit der Höhe halt hinkommst. Ne? Genau, und hier überdrehst du ihn halt links und rechts. Können wir später uns auch nochmal angucken, wenn ich den Kran benutze. Da siehst du auch, wie abgestürzt ist, wie viel Prozent und so weit. Alles klar. Siehst, wie viel Belastung drauf ist in der Prozentanzahl. Bei 100% ist Ende. Dann geht der Not aus. Dann kannst du noch über Funkfernbedienung noch 10% freischalten, aber danach ist es Ende. Ende Gelände. Hier lerne ich heute auch nochmal richtig was. Weil ich habe mich immer gefragt, ich denke, Alter, können die Achse sperren, wie beim Mobilbagger oder so? Aber die haben da hinten noch eine Pratze, die abstützen kann. Und dann? Haben sie aber auch nicht alle. Der zum Beispiel hat das nicht. Aber der, da hast du hinten die Hubbrille, die ich hier auch dran habe. Dann musst du die halt so ein bisschen zum Abstützen nehmen. Dann lässt du die auf dem Boden, dass er da halt nochmal Halt hat.
Du hast hier noch eine Seilwinde? Ja, genau. Das ist, wenn du? Kann ich Fahrzeuge mit irgendwo rausziehen oder sag ich mal, wenn du ganz, ganz doof einen Falschparker hast, der steht richtig blöd, ne, in so einer Parklücke drin, jetzt sag ich mal ein Transporter und du kriegst ihn nicht weg. Ja. Kannst ihn mit der Winde dir so ein bisschen zurechtziehen, dass du da halt mit der Brille rankommst. Okay. Und die Brille, wofür ist die? Für LKWs? Also kannst du damit auch... Ja, kannst du auch eine Selektionmaschine reinstellen. Kannst du echt? Ja. Aber die fährst du raus und klappst sie um oder wie funktioniert genau, das? Genau, die klapp ich um. Ja, weil jetzt ist sie nach innen. Jetzt ist sie nach innen, die fährst du raus, dann klappst du sie um und dann kannst du damit ranfahren. Vielleicht haben wir das Glück heute nochmal und sehen das, die Brille im Einsatz. Das wäre gut. Hier hast du Rückfahrkamera und was ist das? Wenn du keine Lust mehr hast, machst du sie auf Not aus und sagst, Chef, ich hab Feier. Ja, sehr geil. Ja, die Dixon, das ist einfach so. Guck mal, jetzt mal für mich zum Verständnis, ne? Die Brille dient wozu? Weil ich sag mal, das Auto stellst du jetzt rauf. Wenn du jetzt zum Beispiel zwei Autos schleppst, oder ist das, wenn du jetzt, keine Ahnung, einen Wohnwagen hinten raufstellst und in die Brille einen 7,5-Tonner stellst, oder wann kommt die zum Einsatz? Die kommt zum Einsatz, sag ich mal, wenn ich jetzt sag ich mal, zum Sprinter fahren muss, oder einen 5-Tonner-Sprinter oder so, den kriege ich oben nicht rauf, weil in dem Fall haben wir ein festes Plateau, ich kann halt nur mit dem Kran arbeiten. Okay. Und ein Sprinter darauf, ja, schafft der Kran nicht. Aber auch wenn die zu lang sind wahrscheinlich, ne? Auch wenn die zu lang sind. Der Radstand oder irgendwas, denn... Wenn ich das nicht hinkriege, alles klar. Dann geht das. Zu der Sprinter-Geschichte kannst du das natürlich auch einfacher machen. Wir haben hier auf dem Auto eine Dolly-Achse drauf liegen. Da brauchst du nicht unbedingt unter einen 3-Tonnen-Sprinter, 3,5-Tonnen-Sprinter klettern und da die Welle ausbauen, weil Mercedes sagt, die muss raus wegen Getriebe schonen und alles. Da nimmst du dann diese Dolly-Achse, schmeißt da an die Hinterachse diese Schienen drunter, hakst sie da ein, hebst sie mit dem Hebel. Dass das Rad praktisch hier, genau, hier zwischen ist. Klappst mit dem Hebel die Dinger um und dann hängt das Ding in der Luft. Dann läuft das auf den hinterher. Wie so ein Anhänger, wie so ein Bootanhänger. Ja, genau. Geil. Geiles das Prinzip. Ist geil. Ach so, normalerweise Achse oder die Welle ist ja das Ding, was in der Mitte läuft. Ja, genau. Und die musst du sonst, die Antriebswelle. Ja, und die musst du sonst halt ausbauen. Und praktisch, der steht ja auf dem Boden, ne? Ich stelle mir das jetzt so vor. Genau, der steht auf dem Boden. So, dann nimmst du die Dinger da unter. Genau. Und dann kannst du die irgendwie genau. zusammenziehen oder hochhebeln. Du hakst sie halt hier ein mit denen. Ah. Und dann nimmst du halt den langen Hebel, gehst da rein und dann klappst du die hoch. Und damit hebt er halt die Räder an. Und er läuft auf den hinterher. Ey, das ist geil. Das ist geil. Und hier ganz wichtig, Leute. Guck mal, Killi, da muss einmal füllen. Hier ist Radio. Wenn du einen nervigen Kunden hast, dann kannst du einfach lauter drehen. Dann würde ich sagen, bringen wir das Auto mal weg. Ich bin dabei. Das wird gut, Leute. Das wird richtig gut. Ich glaube auch. Größte Herausforderung im Alltag, ja gut, du kannst es nie planen. Du weißt nie, was auf dich zukommt. Das ist alles was anderes. Du musst halt auch öfter mal improvisieren, ne? Ich tue mich dann manchmal auch schwer. Dann stehe ich da, scheiße geht nicht. Und dann kommt ein anderer, ja, hast du schon damit? Ach ja, stimmt, hast recht. Ja, ich gucke das mal so und so. Ja. Ich meine, in diesem Job, du ergänzt dich auch, ne? Ja. Wenn du irgendwas nicht hinkriegst oder nicht weißt, wo du anfangen sollst oder... Dann rufst du einen Kollegen an und der, ja, habe ich schon mal gemacht, mach das mal so und so. Ja. Ah, okay, danke. Und das nimmst du halt mit, ne? Jetzt weiß ich, wo die ganzen guten Leute sind. Die arbeiten nämlich bei Struck. Da brauche ich, kann ich lange suchen. Danke. Danke, Michi. Autohäuser, Versicherungen sind es nicht mehr so viele, aber eher überwiegend Autohäuser. Also wir fahren fast komplett VW, Mercedes. Also VW-Gruppe, alles was dazugehört, Skoda, Seat, Audi. Die Kunden melden sich dann, sage ich mal, in dem Fall fährst jetzt Mercedes. Rufst dann bei Mercedes an, du, ich bin liegen geblieben, hier, bla bla bla, ob jetzt hier Überschussbrief oder Zusatzversicherung, wer weiß, was sie alles haben. Ne? Und Mercedes ruft dann bei uns an, du, ich habe da und da einen stehen, könnt ihr mal hinfahren und uns dann vorbeibringen. Ja klar, und dann geht das los. Bei uns, wir sind 4 Leute im Schwerlastbereich, da haben wir jeder einen Tag Bereitschaft, sag ich mal. Der eine hat Montag Bereitschaft, der andere hat Dienstag Bereitschaft, der andere hat Mittwoch. Ich habe Donnerstag Bereitschaft und du hast einmal im Monat hast du ein Wochenende. Da hast du dann den Freitag dann mit. Da arbeitest du auch dann halt normal. Jetzt an den Tagen, sag ich mal, Donnerstag arbeite ich von 8 bis 17 Uhr.
ab 16 Uhr ist die Bereitschaft und dann halt die ganze Nacht, wenn was kommt. Aber ich fahre halt nach Hause und wenn halt nachts das Telefon klingelt, fahre ich los. Hast du so ein Firmenhandy praktisch, was denn nachts klingelt? Ja, genau. Ist halt immer doof, kannst dir nichts vornehmen, aber ja. Gibt Schlimmeres. Gut, trinken kannst du ja. Auto ist ja eh kaputt, wenn du kommst. Ja, mal kurz rein, frag mal, wo die ihn haben wollen. Da bin ich nicht mehr da. Ja, sympathisch. Jan ist ein feiner Kerl. Ja, ich bin gespannt, ey. Ich habe mit allen gerechnet, ne, aber damit nicht. Also ich bin ja jetzt auch Sachgutachter. Ich glaube, er hat hier einen gekriegt. Auf jeden Fall ist seine Achse breit vorne. Ich bin mal gespannt nachher mit dem großen LKW. Ey, das wäre so geil, wenn heute noch was reinkommt. Ich meine, um Gottes Willen, ne, dass niemand verletzt wird, aber dass wir wirklich nochmal irgendwas Dickes abschleppen. Also ich kann das nur wiederholen, ne? Firma Struck, vielen, vielen Dank, dass wir hier heute teilhaben dürfen. Wirklich, also freue mich sehr drüber. Sehr geil. Ich hoffe, das gefällt euch natürlich auch an die Zuschauer. Und ich hoffe, dass sich natürlich auch noch ganz viele andere Firmen melden und wir einen Tag alt noch weiterführen können. Ja Leute, tut mir den Gefallen, geht auf Struck Hamburg bei Instagram und folgt den guten Leuten, haben sie verdient. Und das bin ich ihnen schuldig für den geilen Tag hier. Natürlich auch Website checken etc. Facebook, alles haben die verdient, Alter. Geiles Team, tolle Leute. Auch mit Jan hier, super Typ, freut mich sehr. Sehr sympathisch, muss ich wirklich sagen. Also und ein Macher, der Chef, Hut ab, wirklich Hut ab. Also so viel LKWs, so viel, das ist mega. Also was, ich bin auf den Hof gekommen, ich weiß nicht wie viele Autos, unzählige. Das erstmal zu machen, also Michi, Hut ab, wirklich, ganz großen Respekt. Ich habe hier heute jetzt eine richtige Aufgabe, ich muss hier mal eben den Verkehr regeln. Jetzt müssen wir uns ein bisschen beeilen, jetzt muss der Dicke noch ein bisschen laufen. Jetzt muss er da gleich rückwärts rein. Der meistern muss, hier, wo das so eng ist, rückwärts rein und dann unter Zeitdruck, weil die wollen hier, dass wir wieder vom Hof kommen, weil die Platz brauchen. Und unter Druck arbeiten ist immer noch doppelt so schwer, weißt du, als wenn du hier einen halben Tag Zeit hast, dann kannst du hier rumspielen, ne? Weil ich sonst gegen meinen Arm oben hau. Ach, wenn ich ihn so weit hochhebe. Da siehst du Leute, wieder was gelernt. Weißt du, guck mal, er hat ja die Zange und je höher er kommt, desto steiler wird die Zange und dann würde ich nämlich nachher an den Arm stoßen. Und darum geht das hier, nicht? Wieder was gelernt. Jetzt können wir ihn gleich mal an seine Grenzen bringen, weil den muss ich gleich über den Arsch abladen. Ja? Mhm. Guck mal, das sind so Sachen, die mal eben geregelt werden müssen hier. Das ist immer nicht so einfach, weißt du. Das sind so die Spontanitäten, weißt du. Mal eben seitlich runterladen kann jeder, aber das ist schon knifflig. Ja, wir haben jetzt einmal den Auftrag, den Tesla einmal in die Parklücke zu stellen. Ja. Muss mal gucken, ob das mit dem Kran klappt, von der Auslegung her, ob wir ihn über Heck abladen können. Also müssen wir uns was anderes überlegen. Alles klar. Schauen wir mal. Das ist eine richtig knifflige Aufgabe, weil die Autos stehen hier so versetzt. Guck mal, der kann nicht mal gerade runter, er muss vielleicht, also heftig, das ist jetzt eine Herausforderung. Guck mal, ja geil. Okay, was machen wir jetzt? Jetzt kratzen wir die Kiste ab. Ja, versuchen's. In dem Fall, ich gehe nur ein bisschen weiter raus. Die andere Seite fährt er jetzt ein Stück weiter raus, weil das Gewicht nämlich nach rechts verlagert wird. Und darum muss er die Seite ein bisschen weiter ausplatzen als die hier. Sehr geil. Sehr geil. Wo machst du den rein? Kannst du hier einmal. Ziehst du nach hinten? Und wenn das Ding hier hinten nicht so rumflattert, ja? Legst du den einmal hier so rum. Ach, und dann ziehst du ihn wieder an. Dann ziehst du ihn wieder an. Den lässt du immer dran? Oh, jetzt runterheben. Alles klar.
Lass mich mal überraschen, aber ich glaube, das wird nichts. Schon bei 83% Ausladung und das Auto hängt noch halb drüber. Also das wird eine knappe Nummer. Das könnte ein bisschen dauern jetzt. Ganz vergessen. Scheiße. Ja, das ist natürlich kacke jetzt. Da hat wirklich nur, weiß nicht, da kommt es doch auf die Länge an. Da hat ein kleines Stück gefehlt. Dann hat der Kran abgeschaltet, den Not aus. Aber guck mal, das sind so Sachen, da musst du manchmal an deine Grenzen gehen. Das ist, ich finde sowas interessant, das ist mega. Bin mal gespannt, was wir jetzt machen. Der gute Jan muss jetzt mal gucken. Stell dich vorne an Zaun. Ja? Ja. Da rüber oder was? Nee, vorne ran. Aber sag mal, wenn jetzt gar nichts geht, hättest du ihn rein theoretisch zum Beispiel auch auf eine Brille und dann wie ein Anhänger rückwärts reindrücken können? Das geht nicht, ne? Dafür ist meine Brille zu groß. Ja, Eingeber. Das war ja, das auch mein Lieblingsspruch. Groß, ja. Wir treffen uns ein anderes Mal, Baby. Okay, jetzt ist Plan B, das heißt, an Zaun stellen. Ja. Was ist das? Kunststofffüße? Die wiegen ja nichts. Nee. Einmal Sturm oder so. Die schwarzen sind immer ätzend, ne? Wenn du die schleppen musst irgendwo. Mach hier keinen Kratzer rein. Der Kunde ist auch schlimmer. Soll die Tür zu? Ja, danke dir. Nicht, dass du nicht mehr reinkommst. Wie kriegen wir jetzt die Klammern auf? Also hängst du aus? Was hast du denn aufgemacht? Trick, ne? Was? Den kannst du festlassen? Achso. Wenn er nicht will, dann muss er einfach ein bisschen. Bei dem muss man ein bisschen aufpassen. Ja? Da hier so ein bisschen tiefer hängt, ne? Ja. Auf mal nicht.
So, jetzt. An die Hebel? An die Hebel. Ah ja. Okay. Eigentlich kannst du ja immer so mit hinstellen, dass du merkst, ja. Und das ist auch von einer Seite. Ziehst du mal den, ziehst du einfach mal an, bitte. Hey, aber das ist ja so feinfühlig, wenn ein Auto, da musst du ja, weil der hängt ja richtig, weißt du? Das ist ja. Das ist ein Gefühl, aber. Ja. Nicht schlecht. Also, habe ich schon mal schlechter gesehen. Ich habe ihn aber gerade einen Fuffi zugesteckt. Aber du hast ihn besser zusammengepackt als ich das erste Mal. Aber ich habe ja auch geile Hilfe gehabt, so ist ja nicht. Alleine ich das nicht hingekriegt, da würde ich heute noch stehen. Er fährt jetzt rückwärts, wir gucken hinten jetzt noch mal. Nicht, dass auf den letzten Meter noch irgendwas ist. Und dann steigen wir dabei und dann geht das los. Tamam, sagt man hier, tamam. Einmal Schlüssel, Fahrzeugschein. Ich schreibe nur einmal kurz einen Zettel, brauche dann noch eine Unterschrift und dann... Das Wichtigste, Schlüsselkarte und Fahrzeugschein, ey. Hätte ich wieder mitgenommen, also ich habe schon verloren. Ey, man hat das wirklich immer gesehen, ne? Also das ist wirklich geil. Ja, jetzt schreibe ich einmal schnell den Auftrag fertig. Lass mir das unterschreiben, dass das Auto hier gelandet ist. Ja, und dann sind wir wieder frei. Geil. Aber guck mal, was für eine Herausforderung, weißt du? Du denkst mal eben hinfahren, abladen, dann hier. Guck mal, auf, wie zack. Du weißt nie, also wenn du ihn abladen sollst, du weißt nie wo. Ja. Mal ist es da eine enge Parklücke, mal hier. Also geil, sehr geil. Sag, du kannst einen Tag nie planen. Aber ich kann auch unterschreiben, wenn du willst. Guck mal, was auch immer bewundernswert ist, wie viel Zeit dabei drauf geht. Weißt du, man denkt so, ah ja, komm, du fährst da eben hin, du lädst die Kiste eben ab. Ja, gar nichts ist, ne? Siehst du ja, dahin, hier, vor, zurück. Hut ab, ey. Guck mal, den Großen. Jan, zeig uns gleich mal den Großen. Ja, geil. Aber wäre langweilig, ne? Ich würde sagen, setz dich an das Steuer. Fährst uns mal zurück, ne? Ey, das mache ich. Das mache ich gerne. Machen wir. Machen wir so, ne? Ja. Alles klar. Komm, geht ab, Alter. Ich will ja nichts dreckig machen hier. Ah. Sehr geil, sehr geil. Du machst Navi? Rote Brücke 13. Was ist? Achso, du kannst sogar sprechen mit dem Ding. Ja, na klar. Alter, wenn wir das den ganzen Hof breit schieben, hier, das müssen wir auf Video festhalten. Geht los? Gut, Handbremse hat er hier. Eine Handbremse hat er da. Genau, wir haben das gefunden. Habe ich gefunden? Das kriegen wir hin. Schwierig, ne? Ja, alles klar, machen wir. Gut. Ne? Ist der ein Typ? Aber hier vorne war schon eine Kotzgrenze, ne? Mhm. Vom Aufsetzen. Der ist schon ziemlich flach. Digga, das ist ein Mercedes, Alter. Was ist denn los? Aber übersichtlich, so ein Abschleppraum. Ja, super geil. So Leute, ich habe jetzt gerade einen harten. Wir fahren jetzt gleich mit 480 PS. Mit 41 Tonnen und 480 PS auf die Straße. Mehr geht nicht. Habe ich richtig Bock drauf. Und wir haben jetzt schon den nächsten Auftrag. Ja, mein Lieber, erzähl mal, was machen wir jetzt gleich? Ja, wir fahren zu einer Feuerwache. Dort ist ein Löschfahrzeug, was ja, nicht mehr fährt, Getriebe oder ähnliches. Ja, das schleppen wir erstmal ein. Geil, Alter. Und was sind gleich meine Aufgaben? Was darf ich gleich Schönes machen? Schau mal, Gelenkwelle ausbauen. Ich weiß nicht mehr, was das ist. Ja, mache ich. Das ist für mich kein Problem. Ich fahre alleine los, würde ich sagen. Ja, ich bring dir das bei. Ich zeig dir mal so die paar Sachen da. Ich freue mich, Alter. Ich bin echt gespannt. Ja, geht los, Mann. Abfahrt. Alter, das ist sogar noch ein Schalter, ey, Leute. Guck mal, das ist immer Automatik, hier muss er noch richtig arbeiten.
mit kleinen Schaltgruppen und große und hast du nicht gesehen. Das andere ist für Stadtteil geiler, ne? Aber so ja. Bei dem großen ist das schon, schockt das schon. Ist geil, wenn du noch was machen kannst, so, ne? Ganz ehrlich, ich habe noch nie Schalter gefahren. Aber schon geil. Wenn du, das musst du fühlen, weißt du, wenn du so ein Schlachtschiff fährst und schaltest, das ist schon geil, ey. Aber das heißt gleich, also wir müssen uns vorstellen, der steht jetzt in der Halle und springt nicht mehr, oder läuft nicht mehr. Springt nicht an. Das heißt, Brille kommt zum Einsatz? Ja. Rückwärts ran, Brille. Alter, ich rede schon wie ein Abschlepper. Digga, Brille ran und dann weggezogen. Brille ran. Brille, Alter. Oh, das Ding und abfahren. Mein Auto läuft nicht. Digga, ich schick Brille. Ja, das ist halt das Problem. Die werden auch nicht oft gefahren, ne? Also wenn sie mal gefahren werden, dann kriegen die auch gleich voll in die Fresse. Ja. Die werden nicht warm gefahren, nicht kalt gefahren. Richtig. Also da kann schon mal sein, dass da öfter mal welche liegen bleiben. Also wir sind jetzt angekommen hier und wollen jetzt das Löschfahrzeug abschleppen, wo wir gleich noch die Achse ausbauen müssen. Oder nicht die Achse, was war das? Triebewelle, Antriebswelle. Die Antriebswelle, habe ich mir gemerkt. Ist immer noch falsch. Guck mal, Jan, der Gute muss jetzt einmal hinrennen, weil hier keiner ist. Wir stehen hier vor verschlossener Schranke und wollen gleich einmal ja, gucken, dass die Schranke hier aufgeht, dass wir reinkommen, ans Auto rankommen. Und dann wollen wir hier unsere Schlosserhände mal wirken lassen. Ja, ich bin gespannt, ey. Also, Props an Killy, ja, ist sehr geil, ey. Ja gut, ich wusste davon wirklich bis zur letzten Sekunde, was heißt da auch, also ich wusste da gar nichts von, also das ist spannend. Also Leute, wenn ihr ganz im Ernst jetzt, wenn ihr sucht oder euren Betrieb vorstellen wollt, dann schreibt uns über Insta gerne an, Killy wird das checken, dann kommen wir auch zu euch. So wie hier, super geiles Team, suchen händeringend Leute, wie jeder eigentlich momentan. Also wenn ihr Bock drauf habt, ist ein sehr sympathisches Team, gutes, gesundes Unternehmen, also könnt ihr Gas geben, ist nicht wie bei mir. Du siehst so glücklich aus, was ist? Bei der Feuerwehr ist keiner da. Scheiße. Die Wache ist leer, hier macht keiner auf, wir kommen an das Fahrzeug nicht ran. Boah, jetzt warten wir mal eben ab. Aber guck mal, wie viel Zeit drauf geht, bei mal eben was machen, durch die Stadt fahren, Stau, dann solche Sachen. Steckt natürlich keiner drin, ne? Aber genauso ist es auch, wenn wir unseren, keine Ahnung, Containerwagen losschicken. Ja, hol mal eben schnell. Ja, dann kommt er hier nicht rein, zugeparkt, dies, Container nicht da, hör auf. Das ist heftig. Hier hinten, das ist eine Hinterachse. Die Seite nehmen wir ab, ziehen die raus und dann ist der Rest egal. Aber jetzt vorne dreht sie ja nicht mit. Ach so. Nur, dass das halt nicht aufs Getriebe geht, wenn die Hinterachse dreht. Musst du halt immer die Seite, die auf der Straße läuft, nimmst du ab. Das heißt, rein theoretisch für Dope jetzt, das ist so ein Stecksystem. Die ist reingesteckt. Genau, hinten ist sie geschraubt und vorne ist das mit so Zähnen. Also ja. Wie so eine, beim Trecker, so eine Art Kader. Ja, genau. Ach, geil. Die holen wir da beide zusammen mal raus. Das Glück, die ist noch klein und nicht so schwer. Die ist noch klein? Die ist noch klein, ja. Die ist noch klein. Es gibt auch welche, bei einer Sattelzugmaschine zum Beispiel, wie ich letztens hatte, die ist dann auch schon mal, keine Ahnung, 3 Meter, 3,50. Und wiegt auch wie, weiß ich nicht, Kleinwagen fast. 50, echt? Ja? 50. Aber gut, das geht ja. Das geht noch. Weil ich habe schon gedacht, wir müssen jetzt zu zweit unter. Also sonst heb ich gleich das Feuerwehrauto eben an. Da kann ja da jemand. Komm nicht mehr von hier hoch, Alter. Brille kommt und Brille mal ein bisschen spielt da. Bei den wuppt er, ne? Locker. Also mein Kollege hat heute seinen ersten Tag. Ihr müsst das ein bisschen entschuldigen, weißt du, das ist noch nicht so. Euch erklären gleich, wie man hier die Achse ausbaut oder diese Manschette da und dann fährt er hier rückwärts ran, dann kommt Brille, hebt das Ding an, dann fahren wir nach Hause. Er wendet jetzt das Fahrzeug, stößt jetzt hier rückwärts ran und dann schrauben wir. Jawohl! So. Hier sind ein paar kleine schöne Hebel. Ein bisschen mehr erstmal fahren. Genau, über den hier. Gibst du den aber runter. Ich würde sagen, Benzinpumpe. Hast du für den auch eine Fernbedienung? Ja. Ach, guck an. So, wir sind hier. Und jetzt. Und jetzt musst du da direkt runter, oder was? Gleich. Wir heben erstmal an, dass wir ein bisschen mehr Platz zum Arbeiten haben. Dann nehmen wir die Gelenkwelle raus. Dann. Alles klar. Was müssen wir machen? Jetzt ziehen wir erstmal die hier ab. Ja, genau.
selber gucken, ob wir ein bisschen zum Rollen kriegen, dass wir vielleicht die Lenkung noch mal ein bisschen gerade machen können. Gucken, ob der noch Luft hat. Er versucht jetzt, dass wir den ein bisschen gerollt kriegen, dass wir die Lenkung ein bisschen gerade machen. Dass wir da besser unterkommen wahrscheinlich. Ohne Luft, Leute, darum LKW auch immer im Leerlauf stehen lassen. Ohne Luft läuft er nicht. Ach, guck an. Jetzt lösen die Bremsen. Geil. So, dass du fast das zweite Loch hast. Ja, das ist gut. Wunderbar. Ah, guck an. Genau. Rentnerfreundlich, brauchst du ihn nicht drunter legen. Kannst du einfach einen Sprint ziehen, ziehst ihn raus. Und jetzt kannst du ihn auch hin und her bewegen, wie du lustig bist. Ist ja geil. Aber du kannst jetzt ein Stück ranfahren und dann kannst du das Teleskop rausfahren. Das ist schon ein bisschen geil, ey. Ich muss ihm mal zeigen, wie. Der hat das noch nicht so oft gemacht. Ey, eine Sache muss man aber erklären, Digga. Was ist hier? Fiel hier irgendwie, ist hier eine Abschleppstange sonst oder sowas? Da kommt die Gelenkwelle hin. Alles klar. So ist hier. Halt alles auf für die Gelenkwelle. Jetzt müssen wir mal gucken, entweder. Lässt du den lose? Nee, ne? Ich lass ihn lose, ja. So, dass vorne das erste Loch ist. Das erste Loch? Das erste Loch vorne. Das. Das muss da rein? Nee. Ach so, den. Mal ein Stück zurück, kannst du noch. Warte. Oh, dumme Saudi. Ah, alles klar. Ey, was man alles beachten muss, machen muss. Also so heben, dass wir erstmal arbeiten können. Jetzt mein Eimer fest in der Brille. Ach, ist ja geil, Mann. Alles klar. Die andere ist für andere Seite, ne? Genau. Musst du ziehen, bis dein Arm wehtut. Jawohl. Das geht schnell. Ab hier. Am besten nimmst du dann halt einen Fuß ein bisschen zum Abstützen, wenn du ihn fest hast. Und dann nimmst du die Stange unten rein und ziehst damit als Hebel dir fest. Alles klar. Obwohl. Nee. Machen wir anders. Ey, das ist doch. Man denkt immer Auto abschleppen, ja? Auto abschleppen, okay, ne? Aber wir können irgendwas zumachen. So. Was machst du jetzt? Mit die Stange an. Sie reinschieben. Und dann kannst du ihn. Ah. Kannst du auch. Platten fest. Also, man macht sich keine Platte. So abschleppen, ja, dann komm her und nimm weg die Kiste. Weil denkst du, Brille fährt er eben unter, hakt das Ding an und fliegt. Aber du hast alles zugehört, Mann. Mit hier Stange, unter, Knien. Ich hab jetzt schon Arschwasser. Ich hab nicht mal was gemacht. Richtig, damit die Werkstatt auch weiß, wie die Welle abgebaut wurde, weil die halt am besten nur einmal passt, ansonsten ist da ein Unwucht drin. Okay. Und Markierungsspray. Genau, du machst vorne, wo du sie rausziehst, ziehst du einmal einen rüber, dass sie genauso wieder anbauen können. Wie sie hinten dran ist, ist egal, aber vorne muss passen.
heißt, es ist ja hier diesen Übergang, ne? Ja. Der bleibt dran, hier ist die Welle reingestellt. Alles klar. Willst du nochmal lappen, willst du das nochmal sauber machen oder hält das trotzdem? Das hält. 22 oder was? Schauen wir mal. Ich nehme mal ein bisschen was mit. Geht los. 19, 18, 17, 17. Immer ein bisschen was mit da. Also du bist ja voll ausgestattet, was? Ein Piece an Stellinger Löwen, ne? Wir krabbeln jetzt hier unter und dann bauen wir die Antriebswelle auf. Ja, Antriebswelle, Gelenkwelle, Kardanwelle. Drei Stück bauen wir aus. Alles dasselbe. Gelenkwelle ist. Gelenkwelle, abgespeichert. Ich zeig dir mal, was du machen musst jetzt. Jawohl, Chef. Oder ich zeig dir die erste und den Rest machst du selber. Ja, auch gut. Dann wird das wenigstens was. Musst du halt einmal. Ein bisschen anlösen, aber auch nur die Mutter. Ich habe das schon zweimal ich, zweimal machst du. Alles klar. Du bist ja jetzt von hinten dran an der Schraube? Genau, ich bin von hinten jetzt an die Mutter gegangen. Ja. Den 17er zum Gegenkontern. Komm mal ein bisschen so zu dir, ne? Ja, komm mal her. Ich beiß nicht. Habe ich das so schon gehabt, dass du die Mutter einflexen musst, um da ein bisschen Druck von zu nehmen, dass du sie überhaupt abkriegst. Kann man sich gar nicht vorstellen. Bei dem hier geht das noch. Deswegen Feuerwehrautos sind eigentlich immer ganz entspannt. Die werden auch regelmäßig gewartet und gepflegt. Ja, genau. Guck dir mal an hier. Das hier sieht aus wie neu. Das Ding hier. Ja. Das ist noch, ja, noch gar nichts, ja. Ey. Das war die erste. Und die zweite hier oben. Muss ich auch kontern? Ja. Warte. Kriegst du die? Ja. Genau, zwei hab ich gemacht, die anderen zwei machst du. Okay. Ich sehe hier den Schlüssel einmal liegen, können wir mal Seiten tauschen. Warum? Ist mal geil, sowas von unten zu sehen. Hey, ohne Witz. Jetzt. Erst wenn du dreckig bist, hast du alles richtig gemacht. Aber die Schraube hier ist wirklich, also. Das ist ein Traum, ne? Ja, Mann, da hast du wirklich Glück, also hat man wirklich Glück mit. Das hast du nicht oft. Sag mal, wie es ist. Also das hast du nicht oft. Müssen wir die gleich noch irgendwie abstützen, die Welle? Oder einfach mit dem Knie unter? Ich halte gleich gegen. Wir gucken gleich mal. Es kann sein, dass sie uns gleich entgegenkommt. Ja, eben. Oder wenn sie uns nicht entgegenkommt, dann gehen wir in Deckung, geben einmal einen Schlag mit dem Hammer drauf und landet sie unten, okay. Zum raus, Abfahrt. Jawohl. Oh, pass auf. Kommt die Welle? Jo. Ah. Ich halte gegen. Hältst du? Ja. Heftig, ne? Vielleicht kriegen wir heute noch eine große. Da kommst du richtig ans Schätzen. Ja, glaube ich. Und meistens machst du das alleine oder was? Ja, im Normalfall fahren wir alleine raus und müssen uns dann manchmal einen abbrechen. Aber dann machst du ein Spannwort hier rum oder gibt es irgendwelche? Ja, es gibt halt manchmal ein paar Tricks, ne, wenn du sie nicht abkriegst. Ja. Pass auf den Kopf. Ja, ist gut. Ziehen wir hier hinten raus. Zack. Und jetzt laufen die Achsen oder das Getriebe praktisch? Genau, jetzt dreht der halt nur mit, aber es wird nicht aufs Getriebe übertragen. Das heißt, jetzt müssen wir gleich nur Luft drauf machen, Bremse lösen, dass die Kessel voll sind, dass die Bremse gelöst bleibt. Aber das bleibt denn so? Wir lassen halt kontinuierlich Luft drauf. Okay, also der Schlauch bleibt dran? Der Schlauch bleibt ja dran. Ach, während der Fahrt? Ja, genau. Ach, alles klar. Killer. Welle ist ausgebaut. Ich mach mal keine Welle. Oh, ich bin dreckig. Das kommt weg. Gleich zurück hängt das Werkzeug. Den langen hatte ich von hier. Und den Hammer. Ich habe mich dreckig gemacht. Das schöne, mein erster Arbeitstag und gleich Klamotten schlecht. Ich habe noch nie im Auto rumgeschraubt. Das war das allererste Mal heute. Das war geil. Also wirklich, ist cool. Ich finde das sowieso spannend, so eine Berufe. Also, so Note. Nächste baust du alleine aus, ne? Ah! Wisst ihr Bescheid? Oha! Aber mal ehrlich, ne? Da sitzt ja jeder Handgriff bei dir. Das, machst du ein paar Wochen einfach so mit jemandem los oder was? Ja. Du verarsch mich doch, du hast doch nicht niemals als Möbelpacker gearbeitet. Hau ab, Mann. Kannst du mir noch Bilder zeigen? Naja, ein bisschen hier mitfahren, ein bisschen da mitfahren. Und dann hieß es, ja, fahr mal alleine los, das kriegst du hin. Seitdem, also wenn du einmal ins kalte Wasser geschmissen wirst, dann machst du das selber, dann machst ja, du einen. Ja, dann machst du. Weil du sitzt da, da hilft dir niemand, dann musst du, ey, wie krieg ich das jetzt hier auf die Reihe? Ja, genau. Ziehe noch ein bisschen an, das Ding. Das ist wie ein Anhänger jetzt praktisch, ne? Ja.
Vielleicht kannst du noch ein bisschen. Warnblinker, Luft ist dran. Das haben wir. Okay. Guck noch einmal rum. In dem Fall jetzt gerade nicht, aber sonst musst du halt gucken, ob du mit der Höhe hinkommst. Weil du kannst auch bei den Sattelzugmaschinen oder so, bist du halt schnell bei über 4 Meter. Wenn du dann die Brückenhöhe nicht, oder die Durchfahrtshöhe nicht beachtest, fährst du auch mal irgendwas ab. Das ist jetzt noch nie passiert, aber ja, das geht schneller als man denkt. Ja, also wir haben jetzt den LKW erfolgreich verladen. Alles Nötige gemacht, Gelenkwelle ausgebaut, Luft gelegt. Und jetzt schleppen wir den zu MAN. Wir können doch Brüder sein. Wir können jeden Tag. Du siehst zwar ein bisschen geiler aus, aber wir können. Du kannst auch mehr. Ich fühle mich dann eine schlechte Schwester. Ja, top, geht los, Alter. Mach ja, Abfahrt. Das ist auch noch nicht erlebt, ne? Nee, Mann. Da gehört auch was zu, Alter, so eine Kiste jetzt zu fahren mit so einem Feuerwagen da hinten oder egal was hinten dran, Sattelschlepper oder keine Ahnung. Also, Hut ab, Mann. Ist das für dich auch noch so spannend, wenn du sowas machst, ja, ne? Ja, doch schon. Ist ja nicht deiner. Gute Jan, wirklich sympathischer Typ, Alter. Der ist jetzt mal eben reingegangen, er muss mal eben klären, wo jetzt der LKW abgeladen werden soll oder in der Halle gleich reingedrückt werden soll oder so. Das klärt er jetzt mal eben einmal. Vielleicht sieht das auch, wie sag mal, spektakulärer aus, als es ist, ne? Aber ich stelle mir das schwer vor. Also gerade wenn du mit dem LKW schon gefahren bist, ich mache das sowieso ehrlich nicht. In Hamburg da rum und alles, ich kriege mal, da bin ich nervenkrank. Der blinkt wie ein Weihnachtsbaum, ne? Geile Kiste, Alter. Leute, heute ist wirklich spannend, muss ich an dieser Stelle wirklich mal sagen. Props an Killi, hat er gut gemacht. Killi sucht immer aus, das ist so das neue Format jetzt. Killi sucht immer aus und schreibt die Leute an. Und wenn wir das Glück haben, so wie heute, wirklich, das ist wie 6 richtig im Lotto, dann fahren wir mal einen Tag mit und checken das ab. Da hätte ich nie mitgerechnet. Also wirklich, ich habe schon gedacht, irgendwo, keine Ahnung, Kühe oder Schweine züchten oder was weiß ich. Aber sowas, geil, Mann. Richtig cool, freue ich mich drüber. Dass das so funktioniert, ne? 41 Tonnen Luft gefedert, dass das Fahrwerk hält und alles. Also, das ist schon krass. Gleich noch eine Sattelzugmaschine. Einschleppen oder was? Ja, wissen aber noch nicht, ob mit Auflieger oder ohne. Oha. Mal gucken. Ja, geil, Mann. Und was ist, fährt er jetzt raus, damit du rein kannst? Ja, wir drücken da gleich rückwärts rein. Aber dann kommen auch wieder Brille zum Einsatz, ne? Ja, klar. Leute, jetzt haben wir eben kurz Zeit. Also wenn ihr mehr davon haben wollt, unbedingt abonnieren, liken und vor allem auch Struck Hamburg folgen. Das ist ganz wichtig. Und ja, ich hoffe, wir kriegen da noch mehr Aufgaben rein. Das wird geil. Schreibt gerne in die Kommentare, was wir noch probieren sollen oder was euch interessiert. Dann werden wir die Sache in Angriff nehmen. Ja, oder? Wäre die Schnauze voll von uns. Du musst ja wegen der Zwillingsbereifung, weißt du? Also, pass auf, ich zieh nochmal vor jetzt. Hut ab, ey. Ich meine, ich habe mal mit einem Hakenwagen Container in die Halle gedrückt, aber das, was er hier macht, ist Meisterleistung. Du hast ja unten diese, ja, wie sagt man, diese zum Durchlaufen, diese Kammer da, ich weiß gar nicht, wie heißt denn das? Genau, die Kuhle, Entschuldigung, die Grube. Und da muss er genau rüberfahren. Und das ist nicht so einfach, ne? Auf der Länge gerade, auf der Distanz. Und dann durch die verschiedenen Lichteinblicke im Spiegel siehst du auch nicht immer alles gleich. Weil in der Halle ist es dunkel, draußen ist es hell. Das ist gar nicht so einfach. Aber lässt ihn gleich ab und dann bauen wir das Ding wieder ab, ne? Lass mir eine Runderwelle, legen wir daneben. Ein bisschen Papierkram. Top. Fertig.
Nee, ist ja ein Minuspunkt. Aber er steht bemüht, steht auf meiner Kündigung. Wahnsinn, was für eine Kraft dahinter steckt. Vielleicht müssen wir noch eine Sattelzugmaschine einschleppen. Hast du nicht Hunger? Du bist doch der Erste, der immer jammert, Digga. Was ist los bei dir? Du hast eben Papiere abgegeben, gemacht, getan. Ja. Was wundert dich? Erstzulassung 2001, ne? Feuerwehrauto, gerade mal 20.000 gelaufen, ne? Das ist wie neu. Heftig, oder? Überleg mal, zum Vergleich, Leute. Mein Ranger ist jetzt das fünfte Jahr alt. Ja, das fünfte Jahr und hat jetzt fast 300.000 gelaufen. Überleg mal. Mach mal nach. Ne? Heftig, oder? Alter. Ich bin gespannt, Alter. Auftrag erledigt, ja? Auftrag erledigt. Telefonieren wir mal schnell. Lass ihn mal telefonieren, dann gucken wir, was gleich geht. Jetzt weiß ich auch, wie das geht mit Brille und alles. Kein Problem. Einmal unter, zack, zack. Fachpersonal bin ich jetzt. Alter, wie geht das? Ich weiß nicht, ob wir drauf sind. Ohne Mampf kann... Ist sie ausgegangen? Okay, die ist ein guter Trick. Guck mal, da rennt er jetzt. Okay. Eben hat er noch... Wie soll ich hier rüberkommen? Siehst du so? Ohne Mampf kein Kampf. Wir halten jetzt mal eben... So ist das. Ein Stück weiter als MAN. Haben wir eben das Feuerwehrauto abgegeben. Und jetzt müssen wir nämlich eine Sattelzugmaschine einschleppen. Das heißt, wir sind bestimmt noch 2 Stunden unterwegs, oder? Ja, schauen wir mal. Also, wenn wir, bis wir da sind und von da aus ist es nicht weit. Müssen wir einmal um die Ecke ziehen. Also, ihr wisst Bescheid, ne? Haut rein. Also, Rollenkommando ist unterwegs. 2 Minuten. Dann müssen wir hier einen LKW einpicken, da kommt Brille. Brille macht er schon. Brille macht er schon. Also steht der da, nee, jetzt sag ich, der steht auf dem Geländer. Aber was ist, der Auflieger bleibt da? Und ja, soll er wohl. Und wir nehmen nur den LKW mit? Jo. Ist das ein Mercedes? Jo. Dann nicht, sonst hätte ich gesagt, bei mir in der Garage. Und woher willst du das wissen, hast du ein Kennzeichen oder irgendwas? Ja, Kennzeichen habe ich. Also steht denn im Auftrag drin, was das für ein ist? Köln. Ja. Dann auch noch mit Gefahr. Was soll der machen denn? Jawohl, so gefällt sie mir, Junge. Sitzen muss das. Schön. Und jetzt einmal hupen vorbeifahren. Schön die Radarleuchten anmachen. Geht ab. Guck mal, bei den Pratzen auch ganz geil durch, ne? Du kannst die. Pratzen kannst du entweder flach auf dem Asphalt stellen oder aber umklappen und dann in der Erde rammen. Dass er sich hier nicht reinfrisst. Wie so ein Bergepanzer so ein bisschen. Das ist ganz geil. Ich kenne Jan ja schon so lange. Und wenn er so guckt, ne, dann sieht das nach Problemen aus. Ah, zwar ist voll beladen, 28 Tonnen Gefahrgut, irgendwas mit Natrium. Und ich weiß nicht, ob die Stützen dafür ausgelastet sind, den in vollen Zustand abzusatteln. Jetzt muss ich das mal eben kurz abklären, ob wir den so zu Mercedes bringen können oder ob wir jetzt eine andere Lösung brauchen. Jan, erzähl das gleich nochmal, der arme Junge ist jetzt im Stress. Wenn das soweit kommt, bauen wir vielleicht gleich die Brille ab, also die Seitendinger, dass wir wohl nur so Mittelständer, ohne Schleim zu wollen. Das Team ist geil, Jan ist geil, das macht einfach Spaß. Also es ist einfach herrlich, es ist ein richtig geiles Miteinander, schön, ehrlich. Und spannend, richtig spannend. Und zwar, da so ein bisschen tief ist, bauen wir jetzt eben die Brille um, nehmen die Brille ab und bauen das sogenannte VDZ, also das Thunder-Sand-System, auf. Damit gehen wir vorne auf die Rahmenköpfe. Damit heben wir ihn nur ein bisschen aus, entlasten dadurch die Federung vom LKW, aber ziehen ihn über beide Achsen, sodass er, sag ich mal, zwangsgelenkt mit seiner Vorderachse mitlenkt. Zum reagiert nicht. Jetzt denkt er, dass er geklaut wird. Deswegen wird jetzt die Alarmanlage los. Ich guck jetzt, was er macht. Warte mal. Ah, der, ja, auch jetzt. Ich bin jetzt einer von ihnen. Hast du gemerkt? Ja, warte mal. Den hier? Ja. Ja, war klar, ne, fauler Hund. Ich darf laufen. Soll ich ein bisschen was tun heute? Ja.
dann nehmen wir gleich zu zweit. Wer stellt das Ding allein? Oh Mann, dann nehmen wir gleich zu zweit. Geh gleich los. Hey, weißt du, ganz ehrlich, ne? Lieber Michael, ich hätte heute das Doppelte geschafft, Digga. Komm, geht ab. Können wir doch hier einfach in die Büsche schmeißen, oder nicht? Ja, einmal. Ich weiß nicht, ob man mir das ansieht. Ich habe keine Ahnung, was ich hier tue. PD40, Alter. Ja, ich gehe davon aus, dass wir die dicken Schrauben da jetzt reindrehen. Genau, wir müssen jetzt hier einmal Gewinde nachschneiden. Oh, das auch. Weil das so verdreckt ist. Weil wenn du da drüben mal reinguckst, dann siehst du das. Guck mal, wie viel Dreck er da rausgedreht hat. Wahnsinn. Und Gerhard, ich mach die Seite fertig. Gut! Ich wette, wir müssen die auch rausnehmen. Ja. Das System kommt bei Fahrzeugen zum Einsatz, die zum Beispiel zu tief sind oder zu lang, wo du mit der Brille, sag ich mal, nicht drunter kommst, sonst würdest du alles kaputt machen. Da kannst du die halt so an den Rahmenköpfen nehmen und dann kannst du sie so hinterherziehen, ohne dass du da irgendwo drunter musst. Jetzt überleg mal, was das für ein Gespann ist, Alter, was er jetzt durch die Stadt ziehen muss. Das ist schon heftig, Alter. Boah. Boah, Alter. Welche muss raus? Die große. Die große? Mach keinen Scheiß, ehrlich jetzt? Ja, die große muss raus hier. Das ist nur die für den Nebenantrieb. Ah, roter Strich wieder? Herzlich willkommen in meinem Job. Ja. Digga, Alter. Passt nicht oder was? Doch, doch, passt. Achso, wir wollen ja Plätze tauschen, ne? Arschloch. Ja, gesagt, nächste baust du aus. Hier kannst du erstmal probieren, nur die Mutterseite. Du brauchst noch nicht gegenhalten. Okay. Manchmal klappt es, manchmal klappt es nicht. Boah, Digga, klappt. Ja, wäre das was, oder? Ja, Kollege. Ich ziehe dich jetzt erst richtig fest und dann mache ich die Lose. Aber ich habe versprochen, dich heute mal in die ärgern zu lassen. Ja. Also, du bist auf jeden Fall ein Mann, der sein Wort hält. Guck mal, weiß ich zu helfen, das ist schon mal gut. Ey. Na, ist alle vier lose oder was? Nix ist, Kollege. Aber du bist sicher, dass du den Job gerne machst? Natürlich. Wieso hast du keinen Bock mehr? Ich hab dir angeboten, wir können Ärger ein bisschen hin und her schieben, dass du besser rankommst. Wie, mein. Was meinst du, hin und her schieben? Hin und her schieben? Ja, der bringt mir doch nichts. Na klar. Ehrlich? Ja. Wenn ich ihn jetzt schieb. Mit meinem Arm. Ja. Wenn wir die Bremse lösen, dann dreht die Welle sich mit, dann kommt besser an die Bolzen. Im Ernst jetzt? Ja, natürlich. Du bist so scheiße. Ey, leck mich am Arsch. Das sehen wir noch nicht raus. Nein. So, Kollege. Alter. Denkst du denn? 3 Stunden später. Das war jetzt die Schraube vom Dieseltank. Warum läuft das da hinten? Jetzt sind wir mit Zeit. Oh, oh, oh. Alter Schwede, so hinter und kriechen und. Alter, was? Bist du gar nicht
Nee, ich hab nur. Ich hab nur ein bisschen geguckt. Was ist das? Luft. Aha. Danke. Pass auf, ich schieb den vor zurück, dass ich die Welle ein bisschen drehe. Und dann kommen wir da besser unter, beziehungsweise an die Schrauben dran. Geht weiter? Geht weiter. Eine hast du noch, die letzte mache ich. Aus Sicherheit. Lass mal Fadi ran da. Denk nur an deine Gesundheit. Wenn dir die auf den Kopf fällt, dann hast du ein Problem hier. Das fällt aber nicht weiter auf. Dann auch ein Problem. Also machst du den Motor doch fest? Jawohl. Hast du ab? Ja, hab ich. Ja. Jetzt muss ich ja runter, ne? Aber soll ich nicht halten hier oder so? Brauchst du nicht. Sicher? Ja, kein Scheiß. Alles gut. Ich habe ja gesehen, wie du arbeitest. Gar nicht. Ja. Alter, hier ist aber auch kein Platz unter, wa? Ich hab den schon angehoben, Alter. Was willst du noch? Leck mich am Arsch. Und soll ich dir noch sagen, dass das noch hoch ist für ein LKW? Boah. Nee. Gibt noch mehr? Ein bisschen, ja. Jetzt kriegt der Auflieger Luft. Das heißt, wenn Jan in die Eisen tritt, bremst der Auflieger nämlich mit, damit er uns nicht wegschiebt, weil der ist voll beladen. 25 Tonnen Flüssigkeit drin. Und darum muss der als erstes bremsen und praktisch den Zug runterbremsen. Vorbereitung, das immer Bedarf. Heftig. Das ist egal wo bei der Arbeit, die Vorbereitung frisst immer am meisten Zeit. Nicht nur im Bonzo, das ist überall. Das ist interessant, mal in andere Berufe reinzuschauen, weil es einfach geil ist. Also Abfahrtbereit. Du, ich wäre schon dreimal fertig, aber mit so einem Kollegen. Es ist dein erster Tag, ist alles in Ordnung. Ich bin fasziniert, dass das überhaupt geht, Alter. Den ganzen Zug hat er einfach am Haken und fährt damit, als wenn wir, keine Ahnung, eine Stadtrundfahrt machen. Das ist geil, also heftig. Geiler Typ. Ja, wir sind jetzt in Moorburg und fahren jetzt zu Mercedes-Benz, den LKW abliefern. Ja, da hast du dir Stück für Stück alles selber beigebracht, so? Ja. Aber da hast du geschwitzt, als du das erste Mal diese Aktion gemacht hast, hast du geschwitzt, oder? Immer in die Kamera geguckt und... Was? Also ich hätte... Ja, so nach und nach. Das ist halt bei meiner Unterstützung von anderen. Ne? Aber das erste Mal so selber war das echt. Das Problem ist, dass der LKW, wenn er aus ist, jetzt keine Luft runterlässt. Und der hat auf der Sattelplatte immer so eine Gleitbelege, damit die Sattelplatte immer so schön geschmiert ist. So. Und die wollen sie nicht beschädigen, weißt du? Und da er hochgepumpt ist und die Sattelplatte auch, wollen sie dann nicht. Brauchst du lösen, ne? Dann kannst du dich rausnehmen. Ja, das wusste ich. Kurz zum Gucken, ob ich aufpasse. Ne? Nee, ist ja ein Minuspunkt. Kannst du mal die Minuspunkte zählen? Ich glaube, ich habe schon 15. Testphase, dass wir ihn getrennt haben. Jetzt drücke ich ihn einmal da drüben an den Zaun, stelle ihn da hin und dann ist Feierabend. Dann fahren wir noch einmal kurz hier auf dem Hof tanken und dann... Ja, wenn du mich bewerten würdest, ne? Wie viele Punkte würdest du geben, Digga? Also ich bin echt ehrlich, ne? Ja? Da steckt echt Potenzial. Also ich gebe dir eine 10. Ich gebe dir eine 10. 10, Junge! Ich gebe dir 11, Digga. Danke. Weil du ein guter bist. 10 von 10. Ey, komm, das ist also für den ersten Tag das ist schon gut.
Ja, Leute. Also vielen Dank an die Firma Struck für diesen super Tag heute. Vielen Dank an Jan. Bist ein sympathischer gerne, Typ, gerne. Alter. Hat mich sehr richtig gefreut. Hat sehr viel Spaß gemacht heute. Bewertung hast du ja gegeben. 1 von 19 Sternen. 10 von 10 kriegst du. Danke. Also hat richtig gerne. Spaß gemacht. Vielen Dank. Immer wieder gerne. Ja, mir das ermöglicht hast, so geile Einblicke in den Job zu kriegen. Knochenjob, ich bin kaputt, ich lege mich gleich schlafen. Und morgen nehme ich mir einen Tag frei, ey, damit das klar ist. Ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Ich hoffe auch. Und gesagt. Starten eine zweite Runde, Leute. Wenn euch das gefällt, dann lasst einen Daumen hoch da. Unbedingt reinschreiben in die Kommentare und abonnieren nicht vergessen. Und ein paar nette Worte wollte Jan noch machen. Er sucht eine geile Puppe. Ich wollte es jetzt nicht hier sagen, aber... Ey, vielleicht hat der ein oder andere vielleicht das Interesse an diesem Job halt gewonnen. Und wenn ihr Bock drauf habt, dann ruft gerne an, sagt gerne Bescheid. Dann kann man sich das gerne mal angucken. Folgt uns auch gerne auf Instagram. Struck Hamburg. Ja, mein Lieber. Ich sage tschüss. Vielen Dank für die Zeit. Und bis zum nächsten Mal. Machen wir.